Ja. Ich weiß nicht, ob das mir was bringt, wenn ich die zerstöre, die Gerüste. Ich glaube, er kann sowas wie laufen. Ja, ich glaube, ich hau nicht alles weg. Das ist jetzt normal, dass wenn ich die Stick reindrücke, es wirkt ein bisschen schneller, aber auch nicht wirklich. Da ist noch ein Golem. Wieso ist hier noch ein Golem? Ich wollte gerade sagen, wieso zeigt er mir die Kamera Perspektive an? Is the power of the Earth Spirits heading toward the tower? Something might have activated. We should endeavor to return to the entrance. Resonant. Thanks for the picture. Ja, der hinter mir soll was sein. Ah, das wird wahrscheinlich der Golem sein, der mir angezeigt wird. Aber wofür ist das Stampfen gut? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Hier ist ein Golem. Jo, mach mal rein. Ich glaube, ich habe zu sehr an der Seite geschlagen. Muss den wirklich von da hinten treffen. Okay. Okay, dann wir wegmachen. Hier ist noch eine Truhe, die ich komplett übersehen habe. Hallo, ich habe A gedrückt, aber Spiel sagt nein. Ich benutze den mal, aber ich höre sofort wieder auf, damit mir das einfach nur auf der Karte angezeigt wird. Also beziehungsweise nicht mehr auf der Karte angezeigt wird, als blauer Punkt. Wir haben dann als Golem-Punkt. Ich nehme die Sachen hier mal mit. Wir haben auch ein bisschen aufs Maul bekommen, vor allem vom Gift. Das dürfte über uns sein, den Punkt, den ich da sehe. Ah, sorry. Okay. Ich habe fast nichts gemacht, ich habe nur mit meinem Schwert ein bisschen gefuchtelt. Ich dachte gerade, wie hieß dieses Wort, das mit Uchteln aufhört? Rumgefuchtelt. Ich nehme mal einen Bonbon. Gib Morle mal einen Bonbon. Ich dürfte ja jetzt den Augenblick aufhören. Ja, da komme ich überall nicht lang, deswegen sollten wir den Golem hier benutzen. Ich sollte noch einen Bonbon nehmen, weil... Rumgewuchtelt, ich bin aber auch echt in Intelligenz passiert, da ist glaube ich nichts. Da machen wir die Truhe auf. Oder den Weg zur Truhe machen wir auf. Dann brauche ich dich erstmal nicht mehr, Golem-Freund. Ich hab der Beredsamkeit. Und Morley verwendet aber gerade Katanas. So, wieder Eis. Sagt der Eis. War eigentlich nicht windstark gegen die? Wieso mache ich dann Eissachen? Habe ich nicht irgendwie was Windmäßiges von der Säbel? Mal gucken. Heil mich mal. Ich heil mich mal. Benutzen auch alle Eissachen und so, deswegen war glaube ich der Eissäbel wirklich ein bisschen besser. Oder aber nicht nochmal wechseln. Okay, da
ist... Ich weiß nicht, ob ich das zerstören kann. Das Gerüst hier. Direkt vor unserer Nase. Das sieht nämlich nach stark nach Umgebung aus. Und nicht nach etwas Zerstörbarem. Nee, ist es auch nicht. Ich muss das hier zerstören. Dann sind wir auch da, wo wir eigentlich sein sollen. Wo auch immer das ist. Ist hier Gnome? Nee. Ist noch so ein Ding, was ich machen muss. Ich hätte vielleicht... Wäre wahrscheinlich intelligent gewesen. Die Wand da zerstören sollen. Honestly, this place feels more like ancient ruins than a working mine. Come forth! Da hat Karina tatsächlich ein bisschen recht. Es wirkt eher wirklich wie Ruine als eine Mine. Ich hasse es eigentlich, wenn die Entwickler merken, ha, ja, genau, so ist es. Und dann das ins Spiel reinbringen, aber dann nichts dazu machen. Wie zum Beispiel, ja, das sieht eher, sie nennt es eine Mine, aber es ist keine Mine. Die haben es aber gemerkt, die Entwickler, weil die haben ja diesen Spruch hier reingefügt. Aber es war ihnen scheißegal. Die hätten hier einfach, ich meine, okay, hier sind Karren und so, aber hier und da sind Kristalle, aber ganz ehrlich, es wirkt nicht wirklich wie eine Mine, sondern da fehlen mir die Schienen und die Minecarts und sowas. Oder Loren heißt das auf Deutsch. Die Minenloren. Ich bin nur so von Videospielen so verseucht, dass ich Minecarts sage statt Minenloren. Ich hoffe, ich musste da vorher nicht durch. Weil da passe ich nicht mehr durch. Now what? We can go in, I guess. Ja, wie willst du da noch rein? Ich hab deine Shuttle vorgeschoben. Um ehrlich zu sein, mag ich diese Musik nicht. Die kommt öfter und die finde ich mega unpassend irgendwie. Oh, wir sind wieder irgendwo runtergefallen. So wie es aussieht. Oder ist der Sand einfach weg? Oh, dear. Has anyone been hurt? Just my pride. Da, ich hab da was gesehen, aber es war nicht genug selber. The ancient Gaians might have made the structure for the spirits originally. Do you figure there's something else in there? Yeah, probably. Maybe we can find a way in like before. Let's look around the area. Goodness, the spirits have gone into the tower. Do they want us to go after them? Maybe Gnome is in there. There's a chance, at least. I vote. Why did they need to make everything so complicated inside this mine? Gaian economy is based on mining. Maybe they felt protective over their resources. That makes sense. My dad never liked people messing around in his workspace either. Okay, kann ich mit dir irgendwie was machen? Okay, dann nochmal eine verpassen, oder? Und jetzt? Das ist... Okay, da geht's nicht lang. Muss ich? Kann ich hier rein? Ach, damit komme ich wieder zur Oberfläche. Das stellt mich einfach wieder dahin, wo ich gar nicht stand. Sondern da, wo ich quasi angefangen habe, als ich hier runtergefallen bin. Wieder den Eissäbel. Eine Mana-Ader wäre ganz nett, weil ich gerne wieder geheilt werden wollen würde.
Wir haben ja ein Erdschwert. Ich versuch's mal auf die Fledermäuse. Ja, die mögen tatsächlich alle nicht so. Komischerweise, obwohl wir in einem Erdgebiet sind. Das nehme ich noch gerne mit. Dann dich. Muss ich schon noch mehr schlagen? Nee. Okay. Es ist einfach, dass da nur eine Brücke kommt. Ich muss was sagen, wie komme ich da jetzt weiter? I still can't believe the guy and people made all this. These have to be historical sites of great import. If only a guy and associate were available to ask about it. Nochmal Eissäbel. Und jetzt habe ich keine MP mehr. Also nicht mehr genug MP für irgendwas. Okay, das sieht ein bisschen komplizierter aus, um ehrlich zu sein. Ein bisschen sehr viel komplizierter sieht es hier aus. Da kann ich zerdeppern. Da sind auch Waffen. Ich nehme mal mit. Obwohl ich gerne MP gehabt hätte, aber ey, kann ja auch nicht alles haben. Aber Leben, Lebensenergie ist auch nicht verkehrt. Wir gehen erstmal hier öffnen. Ich weiß immer noch nicht, wofür das Stampfen gut ist. Und bis jetzt haben wir es nicht benutzt. Okay, hier ist ein Golem. Da ist... Hallo. Zitterwackel. Erwischt, kleiner Kaktus. Ui, das war knapp. Was ist aufgeflogen? Wohin als nächstes? Hier sind sehr viele Kaktusfratze. Oder die eine. Das ist, glaube ich, immer dasselbe. Ist schon komisch, dass es immer dass es so viele von denen hier gibt. Kirche der Tugend, wundersamer Kirche der Anzahl der Fähigkeitsplätze für Pamina. Irgendwie was. Um 2 von maximal 10 Plätzen erhöht. Mit Fähigkeitsplätze meinen sie die Samenplätze, ja genau. Beschwörung Mümmler, Phantomklingen, Finstersäbel. Das sind alles Fähigkeiten. Unterstützung, Friedensbringer. Extra MP stellt beim Absorbieren von Mana tatsächlich einen MP wieder her. Ja, finde ich. Ja, die Schwert- und Stabrune, glaube ich. Oder die Wissensrune? Was ist denn Intelligenz, um ehrlich zu sein? Das ist einfach Magie, ne? Ja, da geht auch der Magieangriff hoch. Die Wissensrune. Weil sie ja sehr viel mit Magie hantiert. Aber herausgefunden, wofür das Stampfen ist, habe ich immer noch nicht. Vielleicht hierfür, um ihn zu drehen. Aber ich glaube, ich muss ihn, glaube ich, gar nicht drehen. Oh. Ja, war gut. Mir wird sogar gesagt, wo ich ihn schlagen muss, weil da so ein Ding aufleuchtet, wo geschlagen werden muss. Okay. Gott, schon. Was passiert denn, wenn ich dich da hinschlage? Nicht wirklich was. Oder soll mir das irgendwie was bringen? Wieso ist da Bärenhonig da oben? Weil da soll ja sonst nichts sein. Laut Karte sehe ich da nicht irgendwie... was groß, was mir helfen soll.
Kann ich da eigentlich hoch? Komm, Lampen geht an, ja. Just one place left. Yep. Let's keep this up. Got some syrup. Komm. Hier ist ein bisschen Luca oder Gold Cosplay. Und sehr viel von denen, aber hier ist nicht viel anderes. Deswegen, wieso sollte man hier hoch wollen? Okay, jetzt noch in die eine Richtung da. There's something strange about this butterfly. Watch yourselves, everyone. Und mal Eishebel. Zum Glück habe ich die MP gerade dafür. Okay, aua. Ja, verwirrt. Oder bin es immer noch. Ich würde noch einen Bonbon nehmen. Ah ja, ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, ich hätte den Boomerang. Aber ich habe ja die Schaufel. Die sind ein bisschen am Scherben. Bei Mina auch. Kann ich? Danke. Das Ringen hier öffnen, wollte ich sagen. Okay. Okay. Komm ich denn da hoch? Ist hier noch irgendwie was außer der Godam? Ja, ein blauer Punkt sehe ich. Wahrscheinlich hier drinne. Wahrscheinlich noch ein Golem. Ne, erstmal das Gerät. Oder ist das da drüber? Ja, das können wir ja machen, wenn wir hiermit fertig sind. Weiß ich, warum ich den an manche Orte schlagen kann, die nicht da sind, wo ich hin muss. Ich hoffe, ich komme da noch dran an das, den Kristall, weil ich das nicht mir hundertprozentig sicher bin, ob es nicht direkt hier weitergeht, gehe ich mal hier erstmal raus und hol mir das, weil ich mir nicht wirklich hundertprozentig sicher bin, ob die da sind Sachen. Ich glaube, es ist gewollt, dass man auf das Ding da drauf springt und dann von dort aus. Kann ich hier drauf? Ja, kann ich, aber. Und dann von dort aus da auf die Sachen drauf geht. Aber ist auch irgendwie doof. Dass die drei einfach hinterherlaufen, während der Golem davor läuft. Aber besser als dass da gar keiner um mich rumläuft, weil das wäre komisch. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Boss, wenn wir das hier fertig haben. Irgendwas passiert jetzt wahrscheinlich. Sackt der Turm ein oder steigt er auf? Did that noise come from the center of this thing? We might be able to enter the tower now. Let's go. There's a way down. Was? That's all the invitation I need. Es geht noch weiter. The spiritual power here feels strange. Stagnated. I don't like the sound of that. But let me check on my stock of items and gear. Dieser kleine Hint, von wegen, ja, lass mich mal meine Items nachgucken. bin ich lustig. Das sieht ja nur ein bisschen nach Arena aus.
Dann wollen wir mal rein. Gegen wen oder was kämpfen wir hier? I thought my mind was playing tricks, but no. There's something here. Quite the overwhelmingly oppressive presence. We didn't come this far underground to get scared off now. Show yourself. Oh. Here it comes. What beady eyes. Ach, yeah. That's not like any mole I've ever seen. Careful, everyone. Die Jugendfresser aus Trials of Mana kenne ich ihn. Okay, Wind magst du nicht, beziehungsweise Elektrizität. Ja, alle Tasten nicht die richtigen. Hier. Lass dich fliegen, ich will auch nicht fliegen. Muss ich auch schon mal, aber. Ich sollte das hier mal benutzen. Ja, Werberusshieb. Das macht jetzt leider nicht so viel Schaden, weil er da gegen ihn ist, gegen Erde. Pamina ist ein bisschen am Sterben. Ich gebe hier noch mal so ein. Da mache ich mal auf alle so dieses. Wie heißt das? Donnersäbel. Weil der scheint gut zu sein. Hat mir ihn nicht mehr Schaden gemacht? Weil er wirkt ein bisschen, als hat er sich regeneriert. Er regeneriert sich auch, glaube ich. Oder habe ich irgendwie was an den Augen, dass ich denke, dass sich daneben regeneriert. Ich sollte vielleicht nicht so die ganze Zeit auf sein Leben achten, sondern auch ein bisschen auf unseres. Ich mach mal das hier. Okay, da ist er immun gegen. Wunderherrlich. Ich setze die falschen Sachen ein. Moin, bitte schiff mich weg. Nochmal auf. Was ist denn das da? Was sehe ich da? Warte. Ah, das sind Spirits. Die Erdgeister, nicht Gnomen selber, sondern so andere. Ich muss gerade pausieren, weil die Katze läuft mir auf den Schoß herum und nervt ein bisschen. Ich sollte mal wieder Donnerklinge anlegen für alle. Oh, sie ist draufgegangen. Das ging ganz schön flott. Wieso ist das passiert? Ja, macht fast keinen Sinn mehr, weil sie ist. Der ist ja fast besiegt, der Juwelenfresser. Hallo? Wie geht das nicht? Gut. Gute. Wenigstens ist sie nicht gestorben und kriegt dadurch noch Erfahrungspunkte. Stufe 23 für alle. Was das für eine Animation war, wir haben gewonnen und sie fliegt durch die Gegend. I'm no expert, but that looks like a mineral deposit to me. Perhaps Gnome's power isn't as weak as we feared. If the Earth still has life, then Gnome's gotta be around somewhere. Keep searching. What are you talking about? I'm right here! Hallo Gnome. Woo-wee! Jewel Eater done gone and made a mess of this place. Gnome,
I would guess. Now ain't that a sight for sore eyes? Alms, in my mind! What can I do you for? We were looking for you! What are you doing hiding out in a monster's lair? Did you want to get eaten? What do you mean, monster lair? This here mine is mine! Not my fault that Jewel Eater came and gobbled me up whole! Hang on! You were inside that thing? Glad we arrived when we did. So am I! Jewel Eater was sucking the earth dry of all his leftover mana power. Now that it's gone, everything ought to balance out. And I got a bit of the old pep in my step again. What doesn't kill ya, I guess? Whoa! Nap time's over, though. Time for me to resurface before another monster gets hungry, if y'all follow. Was ist das für ein Akzent, den er hat? Oder Dialekt, oder wie auch immer. Ganz schön lange weißer Bildschirm. Okay. Wir sind draußen. Hier siehst du aber, wieso blauer Himmel auf einmal? Wahrscheinlich einfach nur Sonnenuntergang die ganze Zeit. You done dug up an elemental in the mines. Jumping grumpkins. People still live in Gutchu. Must have been underground for too long. I figured y'all left once the village was destroyed. Guju's seen better days, to be sure. But now that you're back, gnome, maybe. Sorry to say, but my powers just ain't what they used to be back in the day. About that, we actually came to ask for your help, gnome. The soil in Dede won't grow anything. If our jackseed won't sprout, we can't get up the cliffs and make our way to Elusia Isle. Is there anything you can do? Aha! So that's why y'all went out of your way to find me. Well, I hate to disappoint my fans. Rise and shine, my little earth spirits. These servants of mine need your help. Lend them a hand now, you hear? Okay. Ich dachte, er wäre zu schwach, aber jetzt geht das auf einmal. Does the ground seem warmer to you? Fire! That ought to fix your plant problem. Couldn't you have used this power to keep Guju from falling? I'm plumb tapped out of mana at this point, and without an alm to replenish it, well... Soil that once brought life turns all to dust and stone. What turns to stone stays stone, I'm afraid. Then... there's nothing we can do for Liza? Guju is gone! About time y'all quit worrying about the past and start focusing on the lands that still have a chance, if you ask me. It's time for you to go back to the Dede Cliffs. It's a long way yet before you reach the Mana Tree. A poignant reminder of our remaining responsibilities. Cheer up! Y'all are a beacon of hope to people like us. Word of the new Alm of the Moon managed to reach all the way out here. Huh? How did you hear about that town? Merchants travel here and there, bringing wares and stories alike. All I know is that for 16 years, there's been no Alm from a tarn. But if the parish can come back after so long, why not Guju? There may even be hope for dear Liza yet. Please, take care of Liza for me. You worry about yourselves. We can take care of our own. Give the goddess a holler for me. Time to head back to Dede. The jackseed should sprout now. Let's go back to the Dede Cliffs. What? How are we getting back over there? There's only an ocean between us. Shall we survey the situation at the northern shore? Ja, wir müssen einfach mit Wuskaf dahin. Ich gehe aber zur... Wo ist er? Der Mana Ader. Where to next? Und speichere da unten auf. Irgendwie vertraue ich die ganze Sache nicht, dass die sich Leute andauernd opfern müssen. Das finde ich einfach komisch.
Und dass er auch sagt, der Gnom, ja, opfert euch mal schön. So in der Richtung hat er es gesagt. Der hat es nicht wortwörtlich gesagt, aber der hat gesagt, muss geopfert werden, damit er wieder Kraft erlangt. Und da es keine Gewalt der Erde gibt, hat er keine Kraft. Und ich finde es trotzdem alles sehr seltsam. So, das war's dann von mir aus. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis demnächst.